Ja, Leute, ich habe vom heutigen Tag noch gar nicht berichtet. Bin gar nicht dazu gekommen zu filmen. Also, heute hatte ich ja online. Was hatte ich in den ersten zwei Stunden? Oh Gott. Ich habe heute eigentlich gar nicht mitgemacht, deswegen weiß ich gar nicht, was in den ersten zwei Stunden war. Ich schau mal kurz. Genau, die ersten zwei Stunden Spanisch, dann zwei Stunden VWL und drei Stunden Englisch. Und ich habe 3, 4, 5 in diesen 7 Stunden gar nichts mitgemacht. Also ich war zwar online, aber ich habe nicht da mitgemacht und irgendwie zugehört. Also in den ersten 2 Stunden Spanisch, also ich habe gedacht, ich schalte mal ein, weil wir nächsten Freitag die Kurzarbeit schreiben. Und seit der Schulaufgabe, die wir irgendwie vor 2 Wochen geschrieben haben, habe ich keine einzige Stunde mehr mitgemacht. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie seit der Kurzarbeit kann ich mich an keine einzige Spanischstunde mehr erinnern, wo ich Präsenz hatte. Hä? Und wie ist es gerade komisch? Ich weiß nicht warum. Ach so, ja genau, weil letzte Woche hatte ich überhaupt gar kein Spanisch, weil wir ja wie gesagt immer zur dritten hatten und immer bis 1 Haus hatten und da war es einfach zufälligerweise so, dass alle Spanischstunden weggefallen sind. Und Mathe hatte ich, glaube ich, da auch nicht in der Woche. Nur einmal oder so. Genau deswegen. Und ich habe gedacht, ich schalte mal ein, weil ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. Oder was das Thema ist, oder wo sind wir gerade sind. Und es ging um irgendwelche Uhrzeiten. Als wir zum Beispiel Lockdown hatten oder so, oder wo wir alle im Online-Unterricht waren, da war das so, dass sie halt schon mehr Ansprüche hatte. Also seitdem halt die Klasse geteilt ist, ist es so, dass die halt irgendwie, ja halt wie die meisten Lehrer eigentlich, so mehr auf die Leute eingeht, die halt da sind. Und wir müssen halt irgendwie, ja, in den Chat was reinschreiben und so. Und das ist halt voll unnötig. Und wir sollen uns gegenseitig Fragen stellen in den Chat und dann irgendwie antwortet keiner und keine Ahnung. Und dann habe ich eine Antwort gegeben. Die Andrea hat sogar meine Antwort geliked und dann kommt die Lehrerin halt so, schaut sich den Chat an dann irgendwann mal nach 10 Minuten oder so, wo sie halt mit anderen beschäftigt war und dann sagt sie so, Andrea hat was reingeschrieben, Helena und so, ja Sophia, wollen Sie vielleicht auch was reinschreiben? Ich so, ich war die Erste, die Antwort gegeben hat, aber okay. Und, ach Gott, das nervt mich alles so. Genau, dann waren 2 Stunden BWL, da habe ich eingeschaltet, aber das ist auch die letzte Stunde vor der Kurzarbeit am Montag. Aber er hat nichts Neues gemacht, sondern einfach nur Übungsaufgaben. Und ich hasse das. Also diese kleingedruckten Sachen muss man sich immer was ausdrucken. Und nee, ich muss einfach laufen lassen. Und genau, dann wären 3 Stunden Englisch, da habe ich gar nicht eingeschaltet. Ich habe gesehen, da waren nur 4 Leute präsent. Und in Englisch ist es online so, dass, ja, dass man da eigentlich nichts mitbekommt, weil jetzt ist es so, dass er so für die mündliche Prüfung halt uns üben lässt und ja, da habe ich angefangen, mich zu schminken, so wie ich gerade aussehe. Dann, genau, also meine Schwester und mein Vater wollten raus und dann habe ich mich angezogen und mein Vater so, ja, wo gehst du denn hin? Ich sehe ja mit euch. Sie so, okay, und dann, nee, ja, dann hat er irgendwie gesagt, ja, willst du nicht mit dem Fahrrad? Ich so, nee. Weil die wollten halt irgendwo eine neue Stelle, irgendwo in den Park mit dem Auto. Und dann kommt er so wieder und sagt so, ja, aber deine Schwester will nicht. Also kommst du jetzt nicht mit? Er so, ja, du hast ja gestern geschlagen. Deswegen, ja, gehst du jetzt halt nicht mit. Weil gestern war das so, dass ich ja ein bisschen getrunken habe, aber das ist nicht der Grund. So, die kam ja in mein Zimmer rein, das habt ihr auch in dem Vlog dann gesehen, wenn ihr den gestrigen Vlog angeschaut habt. Ich hatte Online-Unterricht, um 17 Uhr dann katholische Religion. Sie kommt rein, schaltet erstmal alle stumm, wirft alle raus und dann hat sie halt irgendwie mich hin und her so geschubst, aus Spaß dann, ne? Ich kann ja auch sagen, ja, die hat mich hin und her geschlagen, so wisst ihr so. Ja, ich lasse es schon links, ne? Und dann zieht sie mich so hin und her und dann hat sie sich auf mein Bett so hier geschmissen und hat mich hinterhergezogen und dann bin ich halt so ein bisschen auf sie gefallen. Und dann hat sie mir ins Gesicht reingeschlagen, Alter. Ich habe gar nicht gecheckt, was los war.
Sie so, spinnst du, du hast mich geschlagen. Und ich war so, what the fuck. Ich war zwar betrunken, aber ich war so, what the fuck. Und deswegen war sie sauer auf mich. Ich habe das aber nicht gecheckt. Also ich habe schon gesehen, dass sie sauer war. Also sie ist sauer so. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist sie sauer. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich hatte meine eigenen Probleme und Sorgen. Und weil sie hat mir auch zwischenzeitlich was auf Snapchat geschickt und keine Ahnung. Und dann, ja, das war der Grund, dass ich sie geschlagen habe gestern. Also ich fange da wirklich nicht mehr also das Rechtfertigen an und das Diskutieren, weil das finde mir da einfach selbst zu schade. Und ja, dann habe ich ihm geantwortet, ja, ich hätte auch nicht vor, mit ihr zu gehen. Und ich habe mir so, ja, okay. Und ich habe mir schon richtig gedacht, dass er es falsch verstanden hat. Ich habe mir schon gedacht, dass er verstanden hat, ja, dann komme ich jetzt nicht mit. Aber ich habe halt gemeint, ja, ich gehe ja nicht mit ihr mit. Ich gehe ja nicht mit ihr irgendwie reden, sondern ich will einfach nur mit, um halt um eine andere Stelle zu kommen. Ne? Und dann gehen die raus. Ich gehe mit. Und dann so unten sagt er so, ja, wo gehst du denn jetzt hin? Ich so, ja, mit euch. Er so, wie mit uns? Du gehst nicht mit uns. Meine Schwester steht so da, so richtig schon fast am Heulen. Ja, Leute, ne? Und er so, ja, du kannst jetzt beleidigt sein, du kannst jetzt nicht beleidigt sein, aber du kommst jetzt nicht mit. Ich könnte Bücher schreiben, ne? Und ich so, ja, alles klar. Und dann bin ich halt zurückgegangen. Ich habe mich ausgezogen. Ich war so sauer. Meine Mutter so, ja, warum bist du jetzt zurückgekommen? Ich so, dann kannst du dir das nicht denken. Ich bin Übeltäter. Ich bin Gewaltverbrecher. So, ich schlage kleine Kinder. Er so, ja, du hast das Kind geschlagen. Das Kind will jetzt nicht mit dir mitdenken. Er so, es ist 3 Jahre alt, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich mich umgezogen. Ich war so sauer. Ich wollte zu Hause bleiben, weil... Ja, eigentlich wollte ich schon raus, aber ich wollte halt nicht, also ich will halt einfach nicht alleine und auch nicht hier rumdingsen. Und dann bin ich mich ausgezogen, Alter, ich war so sauer. Ich habe dann irgendwie aus Verzweiflung oder halt, ich habe mal in Diana geschrieben, ob ich irgendwie zu ihr kommen kann, weil sie hat ja, sie arbeitet auch bis 18 Uhr, aber keine Ahnung, so, ich wollte irgendwo raus, aber ja. Meine Mutter war irgendwie zu Hause, hat nicht ausgeschaut, als ob sie rausgehen würde und ja. Dann hat sie gesagt, dass meine Großeltern draußen sind. Dann habe ich mich mit ihnen getroffen. Die haben meinen Cousin irgendwie abgeholt und also den Baby-Cousin und ja, sind halt wollten mit dem spazieren. Und da habe ich mich mit denen getroffen. Sind spazieren gegangen, dann kam meine Mutter auch irgendwann mal dazu. Dann haben wir, also wir haben uns getrennt. Mein Opa ist dann mit dem Cousin nach Hause gegangen, also als meine Mutter gekommen ist und ich, meine Mutter und meine Oma sind zum Drogeriemarkt, haben ein paar Sachen geholt, Bügel, nee, wie heißt es, Kleiderstangen und noch super Sachen, Snacks, weil ich hatte irgendwie Hunger. Ich habe Studentenfutter gegessen und meine Mutter hat so Apfelringe gekauft, richtig lecker. Und ja, dann sind wir nach Hause gegangen. Und ich war heute auch down mit der Stimmung. Ich habe mir alles so die Laune verdammt, ich hab wirklich keinen Bock mehr. Es zackt mich einfach alles so ab. Wie kann man so sein, wirklich? Morgen habe ich bis 1. Genau, weil wir jetzt am Dienstag Service hier haben, deswegen haben wir Donnerstag Service 1. Ja, diese Woche war es halt so, dass wir zweimal waren, nächste Woche dann dreimal. Und ja, also die Zahlen steigen weiter an. Also heute ist ja Mittwoch und heute sind die Zahlen höher, als sie es letzte Woche Mittwoch waren. Aber ja, es wird jetzt irgendwie immer mehr davon berichtet, dass jetzt mehr Sachen öffnen, dass jetzt irgendwie weitere Lockerungen anstehen, irgendwelche Stufenpläne und so weiter, obwohl selbst die Minister und diejenigen, die halt diese Gesetze da erlassen und keine Ahnung, jeder sagt halt, dass man in der dritten Welle ist, aber trotzdem öffnet man alles, ne? Kein Ding. Heute draußen waren so viele Leute aufeinander, ne? Bei diesen Sportplätzen, bei Spielplätzen, überall, ist echt krass, das Wetter wird jetzt gut. Ich war mit diesem Ding ohne Jeansjacke, obwohl ich hätte auch ohne Jeansjacke laufen können. Wir waren so spazieren, mein Opa hat die ganze Zeit den Kinderwagen geschoben und er sagt so, ja, schau mal, willst du auch so einen? Ich so, ja, also, wie schnell hast du denn jetzt reagiert? Ich so, ja, eigentlich habe ich schon so, ja. Meine Oma so, ja, du kannst dir auch noch Zeit lassen, da kann man nicht mehr so viel chillen. Sie so, ja, da hat man so viel zu tun und
Ja. Ich habe jetzt erstmal eine andere Mission, die darauf aufbaut. Wo die Babyversion darauf aufbauen würde. Leute, ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich gerade auf die Idee gekommen oder habe Lust bekommen, meine Schublade hier auszuräumen und irgendwie zu wischen und auszusortieren. Ich meine, hier sind schon alle Dinge, die ich brauche. Ich habe mir ein Abi-Resolution-Video angeschaut von einer, die über ihr Abi berichtet hat, über ihre Zeit und gesagt hat, ja, fangt früher an und so. Und irgendwie habe ich gerade Lust bekommen, irgendwas zu machen. Deswegen räume ich jetzt meine. Ah, da sind noch ein bisschen Ibus. Leute, das war der Käfer von meiner Hochschule, vom Abschlusszeugnis. Der war an diesem Briefumschlag mit dem Zeugnis geklebt. Und zwar war das eine Schokolade. Ich weiß nicht, warum die hier noch liegt. Katalkörbchen. Okay, die Kopfhörer. Irgendein Ding von irgendeiner Scheiße schneiden. Diese Kopfhörer sind von meinem ersten MP3-Player, der auch nicht mehr geht. Ich glaube, der wurde schon weggeschmissen. Das war so wie so ein kleines Handy. Und ja, also die sind, keine Ahnung, 10 Jahre alt, wenn nicht sogar mehr. Schmeißen sie jetzt weg. Und ich glaube, das war der Ladekabel dazu, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, zu was er sonst gehören würde. Ja, schon mal hier so. Ach, das würde doch glatt dem Alex gefallen, wenn er das sehen würde. Eine Kotprobe. Also da könnt ihr euch beruhigen, liegt nichts drin, aber das habe ich mal bekommen, um halt eben hier reinzuscheißen und es abzugeben. Habe ich aber letztlich nie gemacht. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich schmeiße es dann mal weg oder so. Oder ich frage meine Mutter, ob die das braucht oder so, ob einer irgendwie nicht Zeit vorhat, aus unserer Familie eine Kotprobe abzugeben. Oh Gott, Nadeln. Weil ich glaube, das hier ist aufgegangen. Ich habe so viele Nadeln, Leute, ich weiß nicht wofür. Ich glaube, ich schmeiße den auch irgendwie mal weg. Wenn man irgendwie. Kann man das als, sagt man, Nadel benutzen, um irgendwie ein Bild aufzuhängen? Aber wir haben ja nicht vor, Bilder aufzuhängen, oder? Ja, hier habe ich meine Kette reingetan, weil ich Angst hatte, dass meine Mutter das findet, irgendwo, wenn ich das hier drauflege. Und zwar ist das eine Kette, die ich auch eine lange Zeit lang getragen habe. Also letztes Jahr. Und die kaputt ist. Und die ist nicht. Also die werde ich auch nicht reparieren oder so. Das ist richtig unnötig. Hey, wo ist der Anhänger? Ah ja, hier. Also, das hat meine Oma mir vorletztes Jahr im Urlaub gekauft. Ja, vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war eine Kette mit dem Schmetterling. Da waren zwei Schmetterlinge, der eine halt so, der andere weiter oben. Und an den Geburtstag von meinem Opa, also letztes Jahr, war das so, dass wir an einem See waren und dann
wollten wir halt in die Arkade, um was zu essen. Und dann habe ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe meine Haare so nach hinten gemacht und plötzlich ist mir meine Kette in die Hände gefallen und das sah dann so aus. Und der andere Schmetterling war irgendwie weg und die Kette ist irgendwie komplett außer Rand und Band. Also das schmeiße ich jetzt weg und ja, vielleicht behalte ich den einen Anhänger. Ja Leute, wie ich es vermutet habe, habe ich das Ganze nicht zu Ende gebracht. Habe einige interessante Dinge gefunden. Die Dinge da drüben werde ich woanders einräumen, weil es sind halt so ein paar alte Schulhefte, paar so Dinge, Erinnerungen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt hier. Also ich meine, hier ist es auch nicht perfekt, aber besser als es vorher war. Ich meine, hier liegen einfach ganz viele einzelne Sachen, die ich dann irgendwann auch mal ordnen muss. Ansonsten hier an, also hier sind halt einfach ganz viele Dinge, die einen anstrengen. Deswegen sieht es viel aus. Aber am Blättern ist hier nicht viel. Das, also das war alles voll. Ja, das ist jetzt so ein Tacker. Eigentlich ein To-Go-Tacker für unterwegs. Also manche schnallen sich ja das Ganze direkt in den Ordner oder so, die man halt mitnehmen kann. Und der ist halt klein, aber der ist nicht praktisch. Den habe ich auch noch nie mitgenommen. Den habe ich, keine Ahnung, ob ich den irgendwann benutzt habe. Also ich meine, hier sind schon ein paar Papierstückchen drin, aber ja, ich habe den damals in der 10., glaube ich, oder in der 9., in der 10. von Ruben. Hieß der Ruben? Da waren zwei Typen, die waren miteinander befreundet. Hieß der mit den afrikanischen Locken Ruben oder der andere Ruben? Ich glaube der andere, keine Ahnung, auf jeden Fall war das irgendwie in der Mittagspause, also in der Hausaufgabenstunde Zeit. Oh Gott, nee, ich glaube, das war doch in der 9., wo ich bis 10 nach 4 hatte. Ja, da hatten wir immer so eine extra Stunde, wo wir unsere Hausaufgaben machen mussten. Und da ist er kurz rausgegangen. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und habe das bei ihm einfach gechappert. Und er hat dann das Ganze irgendwie gesucht. Hat dann jeden gefragt, ob das gesehen hat. Und ja, seitdem habe ich es, jetzt schmeiß ich es weg. Obwohl ich jetzt nicht so krass, also doch, ich habe schon krass viel weggeschmissen, also ganze Müll immer voll. Ich fühle schon eine kleine Erleichterung. Ich bin jetzt zu müde irgendwie zu überlegen, wo ich das hin tue. Deswegen tue ich jetzt wieder das Ganze zurück in die Schublade. Ja, einfach hier oben drüber. Ich kann nicht mehr, Leute, ich schwöre.